Ja, also damit habe ich erstmal nicht gerechnet. Natürlich war es mein Traum, mal Frauennationalmannschaft zu spielen. Aber dass es dann so schnell geht, ja, es war natürlich eine tolle Sache. Natürlich lag es auch am Ausfall von Anne Müller mit. Und dann war das die Chance, die ich genutzt habe. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch weiterhin dort ein wichtiger Bestandteil mit sein kann und will mich natürlich noch weiterentwickeln, damit ich auch der Mannschaft helfen kann. Ja, ich habe jetzt erstmal nach dem ganzen Abiturstress mit den ganzen Spielen, die mit in den Prüfungszeiten waren und das war schon ganz schön anstrengend, habe ich jetzt erstmal für mich beschlossen, erstmal ein Jahr mich voll auf den Handball zu konzentrieren, voll auf den HC Leipzig, auf die Nationalmannschaft, um dort das Bestmögliche zu erreichen auch. Also vielleicht mit Hinblick auf Brasilien oder Olympia. Und ich denke, wenn ich jetzt eine Ausbildung angefangen hätte oder ein Studium, wäre das wieder so. Ja, man könnte da nicht richtig und dort nicht richtig seine Leistung bringen vielleicht. Und so habe ich gesagt, möchte ich mich voll darauf konzentrieren. Ja, also es ist nicht immer sehr schön. Vor allem ja, bei Jacken, aber auch bei Hosen ist es sehr schwer, da immer die optimale Länge zu finden. Und ja, das ärgert mich eigentlich oft, weil es so schöne Sachen gibt für Frauen und ja, ich sie da leider hängen lassen muss. Ja, aber ich denke, ich laufe noch nicht nackt rum, also ich habe immer was gefunden. Ja, also ich fand Tattoos schon immer schön, habe schon immer in Zeitungen geblättert und vor allem auch mein Bruder hat mich ein bisschen mit in die Schiene reingebracht. Er ist komplett zutätowiert und meine Eltern haben dann schon gesagt, Mensch, jetzt fängt sie auch damit an. Aber es ist auch einfach für mich ein schönes Hobby. Also mein erstes Tattoo habe ich 2009 gemacht, was auch für meine Eltern war und für meine Familie, für meine Brüder. Ja, es ist einfach ja, ein Teil für meine Familie einfach. Also ich finde, gerade bei uns im Sport ist es wichtig. Also wir brauchen unsere Füße. Sie müssen uns jeden Tag stundenlang durch die Halle quälen. Oder ja, und es ist einfach wichtig, dass sie gepflegt sind. Sobald da mal was nicht so läuft und man nicht trainieren kann, wirft es einen wieder zurück. Und deswegen finde ich, ist sehr wichtig, dass man gepflegte Füße hat. Und auch, ja, es ist einfach schön, dann auch mal sich zu entspannen und mit Massage und Pflege das alles zu genießen und sich verwöhnen zu lassen.